Alter, wo hast du mich denn wieder hingebracht? Du hast schon, die haben die Tür Wie aufgeschlossen. gesagt, Thorsten, wie gesagt, das war ich nicht. Das ist an die Polizei. Digga, Siehst du mein ernstes Gesicht? wieso Guck sollte ich mich an, guck mich dich an. Guck, Digga, du bist bei mir schwarz. Du bist komplett schwarz, auch dein Charakter. Nein. Nein. Doch. Die Polizei würde sowas nie machen. Komm, ich unterhalte mich mal mit ein paar Leuten. Oh, Scheiße. Was hast du? Wieso? Nein. Guckst du mich nicht an, Junge? Guckst du mich nicht an? Der hat dich nicht mal angeguckt. Der wollte wissen, was du trinkst, oh mein Gott. Ich trinke nicht, ich bin halal. Boom. Boom. Gott. Digga, wieso? Wo hast du mich hier wieder Thorsten, reingeschmissen? ich war das nicht. Ja, genau. Thorsten, ich war es nicht. Was hast du mir gerade. Hier, schieß mein Pistol. Schieß mein Pistol, Junge. Was hast du. Der hat schon bei mir gemacht. Oh fuck. Die Köche sind sauer. Ich habe deren Essen schlecht bewertet. Das solltest du auch nicht machen. Doch. Schmeckt scheiße. Golden Ramsay würde sagen, that is fucking disgusting. Trotzdem sollte man. Warum hast du dich gerade angehört, die Kermit, Junge? Digga, ich habe einen Stuhl auf dich geworfen. Wie lebst du noch? Man kann es zwar überleben. Geht doch. Guck jetzt, David. Digga, der hat gerade Geräusch gemacht, diesen Scheiß. Weiß nicht, was. Wow, David, du hast ja Shockwave gemacht, ne? Ja. Ich habe einen Stuhl geworfen und genau dann ist ein Tisch vor dem Stuhl geflogen. Oh Gott. Aua. Warte, 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 ich hatte hier irgendwo ein Glas gespült. Gott, Alter. Die Polizei ist unterwegs. Wohin nimmt sie es jetzt schon wieder mit, Junge? Dahin, So, wo die sagen wir Polizei. das ist jetzt 10 Jahre später. Nein. Du und ich sind in einer Bar. Hier wird die Polizei uns definitiv nie finden. Schnecke. Guck mich mal an. Hallo. Boah, bist du hässlich. Oh Scheiße, das wollte ich nicht. Oh Scheiße. Thorsten, was hast du wieder angerichtet? Ich habe jemanden angerempelt aus Versehen. Auf einmal sind alle wütend, alle. Oh. Egal. Ich nehme Stühle und werf das auf ihren Kopf. Ich werf den Stuhl auf ihren Kopf. Digga. Die Frau hatte bei mir ein Bart. So. Oh Gott, Oder. Hier ist mega fetti, McFetti, fick fett. Fick wahrscheinlich. Fick fett, Digga, wahrscheinlich. Nein, fetti, McFett, fett, fett. Willst du auch einen Bambus sehen, ne? Nein. Wie bist du vom Bambi auf Bambus? Nein, wie bist du aber vom Bambi auf Bambus bekommen? Durchgekommen. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ey, Okay. jetzt brauche ich eine Shockwave, wow. Aua.
Aua! Hilfe! Das ist die absolute. Also, was ihr nicht wisst, ist, Ich hatte Sex? Nein. Leider noch nicht. Nein, aber als ich in der Grundschule war und wir auf der Klassenfahrt, ich und er auf der Klassenfahrt waren. War das die Klassenfahrt? War das nicht so ein Paula oder irgendwas? Keine Ahnung. Egal. Es war so ein Projekt, wir durften, wir sind für 3 bis 4 Tage irgendwie nach Worpswede oder so gefahren und habe ich mit dem Jungen, ich nenne jetzt keinen Namen, geredet und habe gesagt, weil da ein kleines Reh war, das noch sehr jung war, habe ich gesagt, guck mal, das ist Bambi. Und irgendwie ist der gute David auf Bambus auf hat gesagt, ich will auch ein Bambus sehen. Ja. Also. Und ich habe mal gesagt, Crispy Rob hat meine riesige Suchti-Rolle gemacht und er natürlich hat wieder Suchti-Rolle verstanden. Hey, ist doch normal, die Suchti-Rolle. Ich bin richtig tot. Mach Shockwave, achso. Oh Gott. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg, gehen Sie doch, Alter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, mach Pista Kiss. Mach Pista Kiss. Mach Pista mein Kiste. Kiss mein Pistel. Piss mein Kiste. Alter. David, bring dich mal um. Oh Gott. Du bist. Wow. Okay, Neustart. Warte mal. Okay, lass das so machen. Diesmal fand ich den Streit an, weil ich bin hochintelligent. Ja, wahrscheinlich. Hey, Schwein, Junge, was meine Frau an? Hier, ich nehme meiner Frau den Stuhl weg, jetzt ist sie runtergefallen und der Zaun ist kaputt gegangen. Wow. Vor allem, welcher Spasti nimmt seiner Frau den Stuhl weg? Hui! Damit hört ihr das Geräusch an. Hey, the fuck! Moment mal. Aua. Ich geh mir die Machete holen. Und ich werf einfach Leute mit irgendwelchen Sachen ab. Das kann ich irgendwie am besten. Stühle ins Gesicht werfen. Aua. Digga. Digga, wo kommen die alle? Ja, weil ich die Aggro. Von wo? Ich will die auf mich Aggro haben. Für eine Shockwave? Oder Böse? Ja. Hab eine Shockwave. Warte, lass sie alle aufstehen und dann hab nämlich auch noch eine. Okay, das geht auch. Digga. Köche.
egal. Tired. Digga. Huch. Ich bin low. Was macht der Typ da oben? Warte, warte, David, sie sind sie so, komm mal mit, ich habe auch eine Shockwave. Forget. Wow. Digga, die ist aber disappeared. Bruder. Warte, lass die letzten vier, ich habe eine Shockwave. Bitte lass die letzten drei dann wenigstens. Die sind irgendwie einer ist hier. Ja, okay. Ganz toll. Schnell weg hier, bevor die Polizei uns catcht. Wobei ist es jetzt schon wieder hin? In der Disco? Warte mal, hast du auch einen Auftrag von diesem Yamahato bekommen? Ja. Der ist hier oben. Wollen wir ihn umbringen? Schnell. Warte. Ich hol von dem Reichen. Ich klau seinen Stock. Oh Gott. Komm. Ich soll ihn einfach nur umbringen. Hohohohoho. Digga, der hat mich fast getroffen, der Boss. Also der Katana-Boss. Singen Chakos und der Pimpstick. Warte mal. Boss, da. Ich hab den Boss. Jetzt kannst du eh alle wegschürzen und den hier machen. Und bis hier. Robert. Digga! Oh Gott, der hat nur einen Schako. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Oh Gott. Die Polizei! Die Polizei kommt! Sie hat uns leider erwischt. Und nach drei langen Jahren sind die zwei Vollidioten nun im Gefängnis. Ich gehe Workout machen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, Scheiße. Der mich erwischt. Oh Gott. Ich hab ne Brat. Schnell. Oh Gott. Oh Gott. Pfanne. Komm, ein Egg bei dir. Ne Egg hier.
Oh. Taser. Ich hab einen Berserk. Ich hab auch welche. Was weiß ich, setz den ein. Ich nicht. Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht die Seite auf. Aber ich. Oh mein Gott. Berat, komm mal. Ich hab einen Typen mit. Digga, gerade hat eine Hure gemacht. Oh, oh, oh. Tot. Verdammt, Schild ist kaputt, warte. Der hier liegt nirgends ohne Waffe. So. Der hat einen Taser. David, du bist ultra low. Egal. Und hier oben leben noch sehr viele. Aber ich, ja. Kommen übrigens alle hoch. Oh, fuck. Warte, lass den, lass den, lass den. Den mobben wir, komm, den boxen zu Tode. Wir haben alle getötet. So. Jetzt hauen wir ab, ausbrechen. Komm, wir ziehen auf eine weite, weite Insel. Da wird sie uns nie, da werden sie uns nie verdächtigen. Oh Mann. Das Leben als Drogen, wahrscheinlich Drogen wieder. Hier ist eine Kanone. Was passiert wohl, wenn ich sie zünde? Oh. Oh. Tja. Jetzt wissen wir. Irgendwie auf dieser, bei Pirate Cove schwimmen irgendwie so 6 Haie rum. Ich weiß nicht warum. Und der Hai hat gerade genau vor meinen Augen reingefressen. Geil. Alter. Warte mal, Shockwave, wenn alle draußen sind, weil dann bringt das mehr. Oder? Haben noch eine. Warte, 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 warte. Oh mein Gott! Blackbeard! Warte, warte, warte. Ich hab grad gehört, wie. Blackbeard ist tot und der ist irgendwie sehr weit geflogen. Nein! Was passiert, wenn ich... Okay, ich hab keine Lust mehr. Verdammt. Egal, wir haben es raus. Es ist Nacht. Wie lange haben wir gebraucht, um hier hochzukommen? Wir haben hier wieder alles aufgebaut. Was passiert, wenn ich in dieser Kanone rülpsen will? Nein, doch mit. Oh Gott. Nee. Digga!
Ich fliege in den Himmel. Da, guck mal, wo ich bin. Komm, was, guck mal zum Boden, guck mal, wo ich bin, bitte. Oh, komm. Was hier, wenn ich? Alter, war das geil. Es ist das gut einfach. Ich muss damit Black Peter erledigen. Ja, ich hab Black Peter erledigt. Noch eins. Gehen wir da hinten da zu den Mongos. Alter, der Hai hat die gerade alle riesen gefressen. Ja, und ich hab rausgeguckt. Digga, wie hat der das überlebt? Ich hab dir den scheiß Harpoon ins Gesicht geschoben. Weiß ich nicht. Jetzt? Ich geh zu dieser Insel und klatsch die mal weg. Da, komm mal hierher. Siehst du mich? Ja. Alter, ich hab dir gerade den Kopf weggedreht. Alter, ich hab mit einem fucking Stück Fleisch habe ich jemanden die Füße abgeschlagen. Wie lebst du noch? Von wo kommt ihr? Hab keine Ahnung. Oh, da hinten. Und der hier. Da, fuck. Alter! Wir haben es geschafft. Digga, guck dir das mal an. Digga, wir haben seinen Körper komplett zermatscht. Warte auf mich. Komm, wir müssen das Boot nehmen, um zu flüchten. Warte auf mich. So. Warte mal, warte. Jetzt. Ich gehe das Boot steuern. Wir haben 67 von 66. So, wir sind jetzt zurück am Land. Zurück. Wir sind jetzt wieder in Texas. Oder so. Ja. Ach, das Leben. Ah, so schön und friedlich. Scheiße! Diese alte Frau, ich mag die nicht. Was ist jetzt schon wieder passiert da oben? Die hat mich angemacht. Die hat gesagt, du kleiner Hurensohn, verpiss dich. Da hab ich gesagt, Worte können nicht beschreiben, was für eine Hurentochter du bist. Und da kommt eine Frau und schlitzt dich mit einer Axt weg, geil. Verdammt. Ich hab einen Besen. Wischmopp. Verdammt. Muss das irgendwas sein? Muss doch irgendwas sein. Nein. Wo ist es? Ich will die von Leuten überrannt.
Digga, wie viele sind hier? Warum kommen alle zu mir? Ich hab keine Ahnung. Jetzt kommt die Bauerstochter. Hier, komm mal, Boje Besen. Nein, nicht das. Aua. Alter. Indiana Jones hier auch. Nur Shockwave bringt gegen den übrigens nichts. Aua. Wie? David. Sag mir wie, Thorsten. Keine Ahnung. Im Krankenhaus, 2 Monate später. Warum sind wir in dem Kolosseum? Was ist das hier? Thorsten, warum sehe ich aus wie Ich glaube. Das ist eine Herausforderung der Polizei. Sie meinen, wenn wir das hier gewinnen, sind wir frei. Aber sie geben uns Menschen zum Töten. Heißt das eigentlich, kommen wir wieder in den Knast, oder? Keine Ahnung. Das ist nur ein Maschkontrolle. Hier wurde ein Typ einfach aufgespießt. Solange wir frei werden, ist mir alles egal. What the fuck? Wer? Wo? Wer? Aha! Ach, noch eine Welle! Oh, Moment Gott. Mal. Noch ja, eine komm, Welle. Diesmal. Piraten? Hatten wir die vorhin getötet? So. Aua. Wie, es gibt's noch? Moment mal. Was sind das für Leute hier? Boxer? Und warum sehen die alle gleich aus? Ist das das legendäre... Wie viele Spiel? Gibt es? Ja. Ich hab ein Mikrofon gefunden. Es gibt 10. Es gibt 10 Wellen. Ich klaue seinen Baseballschläger. Ich hab den einen tot. Ich hab den ältesten Vierling getötet.
Wow. Digga. Digga. Ich glaube, wir haben den zusammen gemobbt. Man kann es nicht. Man kann es nicht mal. Ich hier. Welle X ist dann die letzte. Gut. Yamaho, keine Ahnung, wie der Typ hieß. Oh Gott. Ich glaube, haben wir den nicht getötet? Die haben ihn zusammengeflickt. Wie? Du hast den Kopf abgehackt. Ich weiß es nicht. Alter, hat der mich mit dem Chaco gerade geschlagen? Übrigens, alle Waffen von denen sollst du am besten für den Boss, ja. Verdammt. Ja. Ja. Endlich. Jetzt können wir das Katana finden. Es wurde uns weggenommen. Warum? Sag mir warum. Ich weiß es nicht. Wir haben die Hälfte der Welle. Der Wellen. Und jetzt kommt Köche. Gordon Ramsay. Scheiße. Es kommen mehrere Gordon Ramsays. Ich hab eine Axt. Und so. Ja, geht halt alles klar. Alter, das sind aber wirklich viele diesmal. Schieß. Ich finde keine Waffe. Hab eine. Ein Konfer. Okay. Lol. Digga, der eine ist da hinten gelandet. Und der ist, glaube ich, tot. Wenn der jetzt lebt, okay, der ist tot. Ah ja, das ist. Wo? Das war wirklich eine widerliche Welle. Das ist sogar mit Abstand die widerlichste, finde ich. Weil die hat einfach richtig viele Gegner. Ich hab keine Worte mehr. Weißt du was, David? Erinnerst du dich noch an gestern, unserem Mobbingkreis? Ja. Wow. Ein Boxer hätte das Dreifache von dem aus, was wir jetzt getan haben, vielleicht das Vier- oder Fünffache sogar. Wir haben 4 Sekunden dafür. Ist der eben. Aber. Wo kann es sein, dass er in irgendwelchen Stacheln stand? Kann auch sein. Wir haben Freunde. Aber die Polizisten helfen uns.
Ich habe auch so den Typen von uns getötet. Okay. Welle 8. Komm, reiß dich zusammen. Oh Mann. Komm, die Polizei. Es war doch nur eine Masche, sie haben uns betrogen. Reiß dich zusammen. Wir können das gewinnen. Alles. Wenn du einen Taser oder eine Shockwave hast, hast du eigentlich gewonnen. Boom! Wie? Oh Mann. So, sorg nicht um mich, ich bin nur ausgenockt. Wo ist dein Grab? Hier, ne? Kannst du bitte aufhören? T-Bag. Aua. Komm, hier gibt's doch irgendwo eine Waffe, hier. Oh, verdammt. Wach auf, Thorsten. Wach auf, Thorsten. Ich bin ja schwach. Oh Gott. Wieder Piraten? Die hatten wir doch schon. Okay, verdammt nochmal. Ihr wolltet es so. Übrigens, spar bitte deine Shockwaves und sonstiges für jetzt, weil letzte Welle und so. Warte, lass alle aufstehen, weil ich hab Berserk und dann klatscht die kurz. Gut. Die letzte, allerletzte. Warte. Oh Gott. Sag nicht, es sind unsere größten Feinde. Doch. Jackson, der Pimp. Blackbeard. Und. Oh Gott. Der in der Mitte ist Charlie. Ja. Der Große, das ist Charlie. Wir haben nur Flaschen. Und Stühle. Den Boxer können wir eigentlich als letztes übrig lassen, weil du weißt, unser Mobbingkreis. Warte, wer hat bis jetzt am meisten Schaden kassiert? Eigentlich der Pimp, oder? Ich würde trotzdem auf den gehen. Oh Gott. Aua. Digga. Nein, Thorsten. Eine Flasche da. Aua. Hallo, ungerecht. Ich bin nur allein einer. Ein kleiner Junge. Digga, jetzt haltet der Boxer auf einmal richtig viel aus. Wie? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich denke mal, das war's für diese Folge. Das war's fürs erste mit den Abenteuer von den zwei Vollkornkrübeln. Ja. Den Vollkornbrüdern. Sie sind so vollkornig, dass sie jeden zerkornen mit ihrer Vollkornigkeit. Aber nun haben sie sich ergeben, weil sie keine Waffen haben. Und der eine ist draufgegangen. Digga.
Ja gut, dann würde ich mal sagen, tschö und leck mich am Pöpö. Nein. Nein. YouTube. Leute können Wort können nicht beschreiben, was für ein Ich würde mal sagen.